Aber langsam würde ich noch mal gerne den Spaß finden. Muss ich hier erst einmal aus dem Gebiet rausgehen und wieder reingehen, oder was? Kann's ja wohl nicht sein. Hier ist noch was. Hier ist noch eine Ecke. Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Stimmen wir jetzt ein hier hin und du gehst mal hier oben hin und bleibst mal ein bisschen stehen. Böse einen Schritt zur Seite. Muss der doch irgendwo sein. Wir können doch nicht einfach weg sein. Was? Sofort! Dann, natürlich. Weiß ich mir leider keinen Rat und werde das Gebiet einmal verlassen und neu betreten und hoffen, dass er dann da ist. Oder ich warte einfach einmal 8 Stunden hier. Ja, wir warten einfach einmal 8 Stunden hier. Wie bist du denn durch? Aber da ist er auch nicht drin, ne? So, zack. Ah. Das Wissen. Das, ja. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wie ich ihn sprechen will. Das Wissen kehrt mit diesen einfachen Worten auf Pergament geschrieben zurück. Noch einmal lehren zu können in einer himmlischen Lehrstunde. Ich würde das alles verhindern. Eines Tages. Ja, wir kriegen Berg Erfahrung und, er rennt weg. Wir werden alle noch einmal leben. Eines Tages. War's das? Ja, das war's. Was? Soll ich dich wiederbeleben? Aber ich glaube, das geht nicht bei einem Geist. Mach's kurz. Ist ja lustig, wenn manchmal Leute als Geist... Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt mal hier den Rest erkunden. Weiter. Also eigentlich. Ah, hier könnt ihr runter. Da nicht, aber da hinten. Verstehe ich nicht. Müsste aber so gehen. Ja. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Ja, ich vielen mag mich Dank auch. Für die schönen Worte. Du bist neutral. Dir passt das eh nicht, was wir machen. Obwohl, vielleicht lässt der Helm sie ja mal nicht rummeckern. Dann wäre es vielleicht sogar angebracht, sie nicht durch einen gewissen anderen Kleriker später noch zu ersetzen. Übrigens, ja, ich habe ja gesagt, ich spiele so in der Konstellation dieser 6 Leute hier, Baldur's Gate quasi, beziehungsweise der ersten 5 in der Liste auf jeden Fall. Kobold-Kommando! Ich kann mich das mal wieder ein bisschen mit dem Bogen rumschießen. Ja? Ihr habt es so gewollt! Der Mint wird dir keinen so... Hier verschwende ich nur meine Talente. Feuer. Ja, als nächstes... Hier, du hast doch Platz, oder? Ah, ich wollte ins Inventar. Genau, der Stab schießt Feuerbälle, die 6W6 plus 6 Feuerschaden machen. Also eine richtig, ah ne, die können Agrathes Pfanne und Feuerball. Hä, wie kann der beides? Sag mal her hier. Ihr habt gerufen? Der kann beides? Oder zaubert der beides auf einmal? Er hat 8 Ladungen. Verstehe ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich macht sie beides auf einmal. Nicht schlecht. Hallo? Was? Natürlich. Kann ich nicht zu 100% sagen, aber nicht schlecht. So können wir das jetzt auch noch. Nein, natürlich nicht. Dazu müssen wir das so anklicken, hier nehmen und darauf packen. Ja, toll. Wir müssen dringend Kram verscherbeln. Chirosabilli. Doch kein Smaragd, das ist ja doch nicht so viel wert.
Weil, wie gesagt, ich habe geguckt, ich weiß, wo wir eine Tasche finden, einen Beutel finden, wo wir dieses ganze Geschmeide rein, die ganzen Edelsteine, alles einfach reinpacken können und dann verbraucht das nur noch insgesamt einen Platz im Inventar. Weil das alles in so einen Beutel reingestopft wird. Ich respekt. Ja, natürlich bin ich ein starker Krieger. Dein Respekt ist vollkommen klar, aber wenn du den mir nicht entgegenbringen würdest, würden wir dich einfach umbringen und da. Was immer ihr braucht. Kannst du auch, nein, kannst du gar nicht. Den Stab möchte ich dafür jetzt allerdings nicht einsetzen. Okay, okay. Mal zeigen hier. Wo läufst du lang? Wir laufen mal besser da weg. Ihr habt nein, du bist sicher. So, hier. Bam, Feuerball und Bratz. Und alles ist einfach mal tot. Ich will nicht mal. Achso, hier steht, wie viel Schaden sie macht. Genug. Ich habe mal geguckt, weil die Schleuder ist ja eine hübsche Einhandwaffe. Aber es gibt leider keine Schilde, die ein Magier benutzen kann. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Wenn der Magier zu der Scheune noch ein Schild tragen könnte, dann hätte er noch ein bisschen mehr Rüstungsklasse. Selbst wenn das nur der minimalst kleine Schild gewesen wäre. Was bist du denn? Ferret. Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Wanderer, wartet einen Moment. Ich möchte mit euch reden. Ihr seid Abenteurer, stimmt doch, oder? Ja, wir sind Abenteurer. Was geht euch das an? Nein, das bin ich. Ja, wir sind Abenteurer. Das ist dann schon in Ordnung. Wisst ihr? Ich bin ein Wanderer. Aus Kämpfen bin ich nicht so erpicht. Ich nehme ganz gerne mal etwas aus den Ruinen oder Monsterverstecken mit. Ich versuche stets möglichst nicht verletzt zu werden. Ich habe jedenfalls etwas, was euch interessieren könnte. Ich besitze einen Stein, einen Edelstein mit magischen Kräften. Ich kann ihn nicht gebrauchen und niemand war bisher bereit, den Preis zu zahlen, den ich mir vorstelle. Werdet ihr daran interessiert? Bedauere, am magischen Edelstein haben wir kein Interesse. Klar, was soll es denn kosten? Vielleicht sollten wir uns sagen, was dieser Edelstein kann. Ja. Natürlich, es ist ein Stein des wahren Blickes. Mit ihm könnt ihr die Wahrheit in allen Dingen sehen. Möchtet ihr ihn haben, ich verkaufe für 1000 Goldmünzen. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, warum sollte er sowas für nur 1000 verkaufen? Ich stelle die Frage jetzt in den Raum, weil ich schon weiß, dass der Edelstein nur ein Haufen Müll ist. Wir haben wieder verkauft nur 10 Wertes oder so. Warum verkauft ihr nicht für weniger als 1000? Ein solch seltenes Stück kann ich nicht für weniger als 1000 Goldmünzen verkaufen. Ja, 90.000 und dein Schiff. 90. Okay, für 100 Goldmünzen nehmen wir ihn. Können wir uns nicht leisten. Also dann auf Wiedersehen. Schade für euch, dass ihr nicht den offensichtlichen Wert dieses Edelsteins erkannt habt. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ja, Elena, jeder Betrüger. Verpiss dich. Ja, gut. Toll, ich war schon an zu fluchen. Verstand geschärft. Ihr verschwendet nur meine Talente. Tja. Kann man nichts machen. Obwohl kann man schon. Ich könnte darauf achten, das nicht zu tun. Werde ich auch versuchen. Ich möchte nicht die ganze Zeit rumfluchen. Auch wenn ich das gerne tun würde. Hier ist nix. Natürlich. Gucken wir weiter. Ja, bis auf die Drachenweide, wo wir erst später während einer Quest hinkommen, haben wir dann auch, nachdem wir Gülkin und die Feuerweinbrücke dann noch gemacht haben, hier alles, da können wir noch in Larswood und Ostbald gehen und dann können wir uns weiter auf ins Räuberlager machen. Das wird schön. Übrigens, ich habe ja gesagt, ich bin offscreen mal ein bisschen rumgerannt, ohne zu speichern und habe geguckt, wo noch, Hallo? Wo
wo Händler sind und wo was es da zu kaufen gibt. Die Leute in der Stelle sind immer noch, die Soldaten sind immer noch böse auf mich. Ich weiß nicht warum.